Wir sind jetzt hier an der Waterframe. Ich habe hier meinen Vorgang von der Laternenbank. Das wird hinter einer Holzleiste hergeleitet, hier nochmals zu einem Streckwerk geführt. Auch hier drehen sich die Walzen wieder unterschiedlich schnell. Die hinteren langsamer, die vorderen schneller. Es wird jetzt nach vorne hin verstreckt. Auch hier habe ich schwere Gewichte, die den Anpressdruck geben, damit alles gleichmäßig geschieht. Der Faden wird weitergeführt zur sogenannten Flügelspindel. Diese Spindel dreht sich jetzt gleich ganz schnell um sich selbst und durch diese Drehung bekommt der Faden dann seine Festigkeit. Wird anschließend auf die Spule aufgespult und damit das auch gleichmäßig geschieht, hebt und senkt sich hier ein Holzbalken, daran sind die Spulen befestigt und so kann der Faden dann immer gleichmäßig aufgespult werden. Und unser Endgarn ist dann fein und gleichmäßig. Maschinenvorführung stelle ich Ihnen Johann Gottfried Brüggelmann, den Gründer der Textilfabrik Cromford in Ratingen, vor. Der eigentliche Erfinder der Waterframe war jedoch nicht Johann Gottfried Brüggelmann, sondern der Engländer Richard Arkwright. Wenn Sie mehr über den Technologietransfer von England nach Ratingen erfahren und die Maschinen persönlich in Aktion erleben möchten, freuen wir uns auf Ihren Besuch im LVR Industriemuseum Textilfabrik Cromford.